Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir darüber, ob du Frauen manipulieren solltest, um das zu bekommen, was du willst und wie du das dann vielleicht unter Umständen machst. Also willkommen zurück, ein ganz wichtiges Thema. Ich kam auf das Thema, weil ich gestern mit einem alten Kumpel telefoniert habe und wir uns über Frauen unterhalten haben. Und er hat mir erzählt, hey, es gibt ein neues Mädchen in seinem Leben, aber er ist sich nicht ganz sicher. Er will sie lieber nicht fragen, ob sie in Richtung Beziehung will, weil, naja, immer wenn er das bisher gemacht hat, dann hat das eher schlecht funktioniert. Er hat das Gefühl, wenn der Mann zuerst fragt, dann ist das eher schlecht und könnte, ja, die Anziehung zerstören sozusagen oder dafür sorgen, dass die Frau ihn halt nicht wiedersehen will. Und ich habe das selbst in ein paar Videos hier auf dem Channel auch schon mal gesagt, genauso wie er mir das da gesagt hat, habe dann aber nach unserem Gespräch mal drüber nachgedacht, okay, wie stehe ich dazu? Hinter welcher Meinung stehe ich wirklich? Und deswegen will ich heute mit euch mal darüber reden, sollte man taktieren, sollte man manipulieren, sollte man taktisch vorgehen bei Frauen oder sollte man vielleicht eine andere Vorgehensweise wählen? Und wenn ja, welche ist das denn dann? Also, taktisch vorgehen. Das muss man natürlich erstmal sagen, das Ganze hat natürlich seinen Sinn. Also durch taktisches Vorgehen kannst du schon an den Punkt kommen, an den du kommen willst, sage ich mal. Ich habe das selber erlebt damals mit meiner offenen Beziehung, die ich hatte. Wir hatten das zweite Date, haben miteinander geschlafen, haben uns dann eine ganze Weile nicht gesehen, 2-3 Wochen, und sie hat auch nicht geschrieben, ich habe nicht geschrieben. Ich hätte ihr gerne geschrieben, ich wollte sie auch gerne sehen, aber ich wollte halt nicht bedürftig wirken. Ergo habe ich ungefähr 3 Wochen lang im Flugmodus verbracht. Also das kennst du ja von deinem Handy, wenn du Flugmodus anmachst, dann kann dich niemand anrufen, du kannst keine SMS bekommen, du kannst aber auch nichts schicken und so weiter. Ich habe also Flugmodus angemacht, um es mir leichter zu machen, ihr nicht zu schreiben, also um sozusagen mir die Möglichkeit zu nehmen, und habe wirklich dann 3 Wochen gewartet, bis sie dann endlich irgendwann mal geschrieben hat, und dann ging das Ganze auch weiter und wir sind dann am Ende auch zusammengekommen. Man könnte also sagen, dieses reine Rumtaktieren, was ich da gemacht habe, dieses vielleicht auch ein bisschen Manipulieren, das hat schon funktioniert. In der Pickup-Community kennt man das als Freeze-Out, wenn du eine Frau einfach sozusagen freest und sie nicht beachtest, ihr nicht schreibst. Aber das Problem war, es war halt kein Freeze-Out von meiner Seite aus im Sinne von, okay, ich habe jetzt so viel in meinem Leben zu tun, dass ich einfach vergessen habe, ihr zu schreiben, sondern es war sehr taktiert, ich habe es die ganze Zeit aktiv gemacht. Ich denke, es ist kein Problem, wenn du jetzt sagst, okay, da war eine Frau, war ein cooles Date und jetzt hast du wirklich 3 Wochen so viel zu tun, dass du einfach nicht daran denkst. Dann ist das was anderes und dann, so sollte es auch sein. Aber wenn du wirklich 3 Wochen lang wie ich taktierst, das geht meiner Meinung nach einfach in die falsche Richtung. Und ja, ich habe dann am Ende das bekommen, was ich wollte. Ja, schon, klar. Aber was du dich dann aber fragen musst, ist, was macht das auf Dauer mit dir? Was macht das auf Dauer mit dir als Persönlichkeit, mit dir als Mann vor allem auch? Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Und habe ich mich gut gefühlt in diesen 3 Wochen? Nein, diese 3 Wochen waren absolute Scheiße für mich. Und ich war wirklich die ganze Zeit darauf fokussiert. Hätte ich stattdessen mal relativ früh mal klare Ansage gemacht oder klar kommuniziert, dann hätte ich mir diesen ganzen Stress erspart in diesen 3 Wochen. Hätte sie vielleicht auch nicht als Freundin bekommen, das weiß ich ja nicht. Ich kann sie nicht zurückdrehen und sagen, oh, das hat dafür gesorgt, dass es so passiert ist. Kann ja auch sein, dass hätte ich es einfach angesprochen, es trotzdem funktioniert hätte. Wer weiß das schon. Aber in dem Moment hat das Taktieren halt funktioniert. Was halte ich jetzt davon? Was halte ich jetzt von Taktieren oder Manipulieren in jeglicher Form? Wie gesagt, am Anfang meiner Reise, am Anfang meines Werdegangs als Flirter oder in meiner Flirtkarriere, um es mal so zu nennen, habe ich das auch sehr viel gemacht. Und ich glaube, viele Männer fangen von diesem Standpunkt an. Und ich weiß nicht, ob es falsch ist, von diesem Standpunkt anzufangen. Manchmal ist es so, dass man einen gewissen Prozess erleben muss, dass man gewisse Fehler machen muss, um dann zu erkennen, ah, okay, das war nicht so schlau. Ich kann es dir zwar jetzt sagen, dass es nicht so schlau ist, aber es gibt Leute, und zu denen habe ich auch gehört, die müssen einfach durch den Scheiß durchgehen, um das selbst zu merken. Ich kenne das von mir selbst. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, diese Entwicklung durchzumachen. Ich glaube nicht, dass es sein muss, dass du auf die Fresse fliegst mit Techniken und Manipulationen und Taktiken und Taktieren. Aber manche müssen das, glaube ich. Von daher weiß ich nicht, ob man direkt woanders einsteigen kann. Woanders einsteigen, wovon rede ich jetzt? Was ist das Gegenstück zu taktieren, manipulieren und so weiter? Meiner Meinung nach ist das Gegenstück eine ganz klare Kommunikation, basierend auf einem ganz klaren Wissen, wer bist du als Mann und wo willst du hin? Ich gebe dir ein Beispiel. Kann ja sein, dass ich gerade in einem Lebensumstand bin, wo ich sag mal, sehr viel arbeite, ich habe meine Freunde, gehe vielleicht ins Fitnessstudio und bin auch oft mit meiner Familie. Ich habe also einen vollen Zeitplan. Und jetzt merke ich, okay, viele Frauen zu daten, immer wieder neue Frauen anzusprechen und mit denen zu schlafen, das würde mir und meinem Leben, meiner Vision, da wo ich hin will, nicht so dienen. Denn das wäre eine zusätzliche zeitliche Belastung für mich, die mir nicht besonders viel gibt. Nehmen wir mal an, das wäre so. Kann man ja auch anders sehen. Das ist ja nur ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ich merke, okay, immer dieses Sex mit verschiedenen Frauen, das kostet mich viel Zeit und das gibt mir nicht so viel. Dann stelle ich fest, okay, mir könnte es vielleicht mehr dienen in meiner jetzigen Situation, und du merkst es schon, man muss halt wissen, wo man hin will, um das bewerten zu können. Mir würde es mehr dienen, wenn ich eine feste Beziehung hätte.
dann ist ja nichts falsch an der festen Beziehung. Dann sagst du, okay, das ist das, was ich will. Das ist das, was ich brauche für mein Leben. Das ist mein Bedürfnis. Das passt zu meiner Mission. Ich möchte eine Frau an meiner Seite haben, die mich unterstützt auf meinem Weg. Eine Frau, auf die ich mich verlassen kann. Das findet man dann eher in einem Beziehungsrahmen. So, und jetzt gehe ich halt raus in die Welt und lerne Frauen kennen und kommuniziere ganz klar, schau, das ist der Weg, den ich gehen will. Und frage die Frau damit sozusagen, willst du auch diesen Weg gehen oder willst du ihn nicht gehen? Und natürlich erlebe ich dann öfter Ablehnung. Natürlich wird es Frauen geben, die diesen Weg einfach nicht gehen wollen. Ich verliere also Frauen und bin vielleicht unter Umständen auch eine Zeit lang alleine und ohne Frauen. Aber ist es nicht das Männliche zu machen? Ist es nicht das Richtige zu machen, seinen eigenen Standpunkt, seinen eigenen Weg weiterzugehen? Auch wenn du Leute verlieren musst, auch wenn du Frauen, die nicht passen, verlieren musst, auch wenn du mal eine Zeit lang alleine sein musst. Das gehört zum Mannsein dazu. Dieses Alleine sein. Ich sage nicht, alleine trifft keine Freunde, trifft keine Familie, aber alleine von Frauen. Mal keine Frauen im Leben zu haben. Das auch mal aushalten zu können. Das gehört auch dazu, bis dann eine Frau kommt, die da mitfahren möchte, wo du auch hinfährst. Statt irgendeine Frau dahin zu manipulieren oder hinzutricksen, wo du vielleicht hin willst und das klappt dann vielleicht gar nicht. Oder statt sowas zu sagen wie, okay, die Frau ist Hammer, aber sie will eine offene Beziehung und ich will vielleicht gerade eine feste Beziehung, aber ich will sie nicht verlieren, deswegen mache ich eine offene Beziehung. Obwohl ich eigentlich gemerkt habe, es dient mir gerade mehr, eine feste Beziehung zu haben. Ich denke, man sollte nicht durch das Taktieren seinen eigenen Weg verlassen oder sollte sich nicht mit seinen Bedürfnissen auf die Frau angleichen, sondern du solltest deine Bedürfnisse nehmen und die klar und konsequent in deinem Leben fahren. Und die Leute mitnehmen auf deinem Weg, die dazu passen. Und die anderen nicht. Nicht im Sinne von, boah, ihr blöden Bitches, ihr seid nicht gut genug für mein Leben, sondern im Sinne von, ich möchte dahin, du möchtest dahin, wir müssen unterschiedliche Züge nehmen. Das ist nichts Schlimmes. Das ist nicht so, boah, die Frauen sind so scheiße. Das ist einfach nur unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Wege. Und deswegen denke ich, man sollte nicht taktieren, um sich einfach selbst bestmöglich zu unterstützen. Denn ganz ehrlich, was sagst du dir denn selbst, wenn du immer deine eigenen Wünsche oder Vorstellungen, deine Vision, deine Mission aufgibst, nur um vielleicht eine Frau zu bekommen, die eigentlich gar nicht zu dem passt, was du da gerade machen willst? Was sagst du dir denn selbst, wenn du dich immer selbst aufgibst für eine Frau? Was für einen Selbstwert kommunizierst du dir denn damit? Gar keinen, bis einen sehr geringen. Und ich weiß, diese Umstellung ist vielleicht am Anfang schwer, das war sie für mich auch, die Umstellung von taktieren zu, okay, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg und bin auch damit in Ordnung, wenn Frauen da nicht mitkommen werden. Und es werden Frauen nicht mitkommen auf deinem Weg. Du kannst dich natürlich immer an alle Frauen anpassen und dann kriegst du vielleicht viele Frauen. Aber du wirst nie eine Frau haben, die perfekt zu dem passt, was du da eigentlich vorhast. Du wirst dich nie richtig erfüllt fühlen, auch als Mann, weil du immer nur den Frauen hinterher rennst, statt deinen eigenen Weg zu gehen und die Frauen anzuziehen, die wirklich zu deinem Weg passen, die dann auch wirklich eine Verstärkung sind für dein Leben und für deine Mission. Und deswegen Daumen runter, taktieren, manipulieren, Daumen hoch, klare Kommunikation, kenn deinen Weg, geh deinen Weg und verliere einfach Frauen auf dem Weg, die nicht dazu passen. Nimm diese Zeit, wo du mal keine Frauen hast. Das gehört dazu. Das ist Teil des Entwicklungsprozesses eines Mannes. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Wenn ich dir auf deinem Erfolg mit Frauen weiterhelfen soll, und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das zusätzliche Informationen gibt zu diesem Video. Schau da also unbedingt vorbei, wenn du bis jetzt dran geblieben bist. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.